Hey Leute, zu weiteren Folge auf meinem Kanal, Leute. Heute ist noch ein weiteres Video und zwar geht es heute ein News-Video. Das Video wird ein bisschen kurz sein, also eher kurz geschaltet, weil es heute nur eine News gibt, die auch erst gerade veröffentlicht wurde. Ich würde mal sagen, dann kommen wir gleich mal zur News. Und zwar geht es hier um die neue Waffe, die heute in dem Newsfeed von Fortnite in-game angekündigt wurde. Und zwar kann ich euch hier nochmal einen Screenshot bzw. kurz im Hintergrund etwas zeigen. Und zwar hat Epic Games im Newsfeed Center, wie man das auch nennen möchte, angegeben bzw. angezeigt, dass eine neue Waffe am Dienstag released wird. Und zwar handelt es sich hier um eine Art P90. Kennt man vielleicht auch von anderen Spielen. Und zwar ist es auch so wie die SMG, die neue, die auch erst letzte Woche oder vorletzte Woche erschienen ist. Eine Schnellfeuerwaffe, die auch wirklich sehr, sehr schnell schießt. Diese Waffe gibt es auch schon seit 2-3 Wochen in Rette die Welt, glaube ich, sowas in einem Dreh. Habe ich natürlich auch schon gekauft. Und ist auf jeden Fall eine richtig geile Waffe in Rette die Welt. Man hat auch schon so Gerüchte gehört, dass es diese Waffe natürlich auch in Fortnite Battle Royale dann geben wird. Und ja, jetzt ist es soweit. Am Dienstag wird diese Waffe dann veröffentlicht. Also mit dem neuen Patch, der dann am Dienstag kommen wird. Also seid auf jeden Fall gespannt. Die meisten haben dann eh schon ab Mittwoch dann schon Ferien. Und ist auf jeden Fall richtig geil. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Waffe. Noch ein bisschen Abwechslung zu dieser neuen SMG, die es auch derzeit noch gibt. Und die wirklich diese neue Meta ist, mit der wirklich jeder zweite gefühlt spielt. Und ja, wir werden natürlich schauen, wie sich diese Waffe in ganz Fortnite einleben wird. Wie stark diese Waffe wird. Fortnite hat auch die Rarity, also die Seltenheit von dieser Waffe angegeben. Und zwar gibt es die Waffe dann in Legendary und in Episch. Weitere Details, also Schaden, Schaden pro Sekunde und so weiter, gibt es derzeit noch nicht. Und ja, Leute, nicht nur diese Details gibt es Waffe. Und zwar hat ein Reddit-User bzw. ein Twitter-User vor einigen Monaten zur P90 einen kleinen Leak veröffentlicht und dazu auch nochmal die Sounds veröffentlicht, wie sich die ganze Waffe auf Range, auf Middle Range und im Nahkampf anhören würde, Leute. Und ich würde mal sagen, dann spielen wir das kurz ein bisschen ab und ich zeige euch, wie sich die Waffe dann anhören wird. Und ja, Leute, die Waffe hört sich auf jeden Fall mega geil an, muss ich wirklich zugeben, wie die neue SMG, die auch vorletzte Woche dazugekommen ist. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass die Waffe geil wird. Und die Waffe soll auf jeden Fall auch anscheinend die höchste DPS haben, Damage per Second. Wird auf jeden Fall mega nice und freue mich auf jeden Fall auf Dienstag, bis die neue Waffe dann veröffentlicht wird. Und ja. Und ja, sonst würde ich mal sagen, war es das mit diesem News-Video. War, wie schon gesagt, eher eine kurze News, bisschen am Rand zu der neuen Waffe. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall jetzt einen Like, eine positive Bewertung und ein Abo da. Und abonniert auf jeden Fall den Kanal für weitere News und ja, Gameplays. Und ja, sonst wünsche ich einen schönen Tag. Haut rein. Cheerio, bye. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us.